Also wir haben Verwandte in Leipzig. Aus Leipzig, in der Nähe von Leipzig. Und wir haben eigentlich schon immer DDR-Kontakt gehabt. Ostkontakt. Und da das damals zu Ostzeit so schwer war, eine Ausreise zu bekommen, haben wir uns entschlossen, unsere erste Tochter, die Cousine aus der DDR, als Patin zu nehmen. Und sie ist im Oktober 89 geboren. Oh, und im November ging ja die Grenze auf. Und der erste Kontakt war dann der Anruf der Cousine. Steht euer Patenangebot noch oder hat sich das erledigt durch den Mauerfall? Mauerfall.